Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Jesaja 49, Vers 16, da heißt es: Siehe, in meine beiden Handflächen habe ich dich eingezeichnet. Wir stehen kurz vor Ostern und was für ein wunderbarer Vers. Du bist in seine Handflächen eingezeichnet. Jesus hat an dich gedacht, als er ans Kreuz ging. Und er wird dich auch niemals vergessen. Hoffnung um 12. Heute wollen wir dich wieder ermutigen. Das Thema heute: Es ist vollbracht. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder am Telefon bis 13 Uhr. Es ist vollbracht. Das hat Jesus gesagt, als er am Kreuz starb. Und in ein paar Tagen feiern wir Karfreitag. Wir feiern Karfreitag nicht, weil Jesus starb, sondern wir feiern es, weil es am Sonntag er aufgestanden ist, auferstanden ist, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und die Auferstehung, die können wir feiern, aber somit dürfen wir auch den Tod feiern, weil wir wissen, die Auferstehung hat stattgefunden. Ja, er starb am Kreuz für uns alle, für jeden Menschen. Nicht nur für die Christen, sondern für jeden Menschen. Und jeder hat die Wahl, es anzunehmen. Er hat Vergebung für uns erwirkt am Kreuz. Die Trennung zwischen uns und Gott wurde aufgehoben, weil wir durch ihn Vergebung haben können. Wir haben direkten Zugang zu dem lebendigen Gott und brauchen nicht irgendwelche Zwischendinge, Priester oder sonst irgendwas, wie es im Alten Testament war. Nein, wir können direkt zu Gott kommen, können ihn um Vergebung bitten und dann ist der Weg frei. Und auch die Errettung ist möglich. Wir können mit ihm ein ewiges Leben haben, wenn wir uns für ihn entscheiden. Und so vieles ist möglich, wie auch Heilung. Und wir beten auch für Heilung und wir erleben Heilung. Und das ist wunderbar, dass er es vollbracht hat. Danke, Herr Jesus, dass du für uns das alles am Kreuz vollbracht hast, Herr. Deinen Sieg, Herr. Herr, ist nicht nur etwas für die Bibel oder für die religiösen Bücher, sondern Herr, wir können leben in deinem Sieg. Und danke, Herr, Herr, dass wir wirklich, Herr, es annehmen und es auch leben. Danke, Herr. Amen. Amen. Eine Frau schreibt uns ihr Gebetsanliegen wegen ihrer Augen und Ohren. Hallo, meine Augen und Lidränder und meine Ohren machen mir Probleme. Ich möchte einfach wieder ohne Brennen, Jucken, rote Augen, ohne Entzündungen sehen können und alles wunderbar hören können. Vielen Dank für die Gebetsunterstützung. Das ist so wertvoll für mich. Herzlichen Gruß. Und Jesus, ich danke dir, dass wir diese Frau anbefehlen dürfen und dass du eingreifst in ihr Leben, dass du ihre Augen berührst und dass du ihre Ohren berührst. So wie wir es auch in der Bibel lesen, wie du Menschen geheilt hast an Augen und Ohren. Und ich danke dir, dass du es wieder tust, weil du derselbe bist, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und ich danke dir, dass dieses Brennen, Jucken und was auch immer aufhört. Im Namen Jesu entmachten wir das. Und ich danke dir, dass sie wieder vollständig hören und sehen kann, ohne irgendwelche Beeinträchtigung. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und eine Frau schreibt für ihren Ehemann: Bitte betet mit uns für meinen Mann, der morgen wieder mit Chemotherapie wegen dem Lungentumor anfangen soll. Die vielen Behandlungen haben auch die Nebennieren angegriffen. Jesus, und wir danken dir, dass wir auch das an dein Kreuz bringen dürfen, dass du auch für diesen Lungentumor gestorben bist und dass diese Nebenwirkungen, die auch die Nebennieren, die betroffen sind, dass das alles wunderbar in Ordnung kommt. Ich danke dir, dass keine Nebenwirkungen mehr sind und dass du mit deiner Heilungskraft kommst und dass du wiederherstellst in deine göttliche Schöpfungsordnung. Danke, Jesus, und dass diese Chemotherapie auch gar nicht mehr nötig ist. Oder wenn, dann, dass keine Nebenwirkungen auftauchen. Danke, Jesus. Du bist der Herr über diesem Ehemann und ich danke dir, dass du eingreifst. Amen. Amen. Schreib uns dein Gebetsanliegen oder ruf an, die Infos sind eingeblendet. Und per E-Mail erreichte uns folgender Gebetswunsch.
Liebe Geschwister, bitte beten Sie für meinen Mann. Er ist herzkrank. Der Arzt hat diese Woche Herzrhythmusstörungen und Flimmern diagnostiziert. Auch ist der Blutdruck sehr hoch. Bitte beten Sie mit, dass der Herr eingreift und meinen Mann heilt. Auch bitte ich Gott, dass er unsere Familie vor Corona bewahrt. Im Voraus besten Dank und Gott segne Sie. Ja, danke, Herr, du kennst diesen Mann und du kennst auch sein Herz, die Herzrhythmusstörungen, das Flimmern. Ich danke dir dafür. Herr, komme mit deinem Frieden in diese Situation und danke, Herr, dass du das ganze Herz berührst, dass wieder ein Rhythmus reinkommt, wie es in deiner Schöpfung vorgesehen ist. Ich danke dir dafür, Herr, dass dieser Takt dieses Herzens, Herr, wieder richtig in seinem Rhythmus läuft, ohne Fehler. Ich danke dir, Herr, danke, Herr, dass du Gebet hörst und auch erhörst. Und ich danke dir auch ganz besonders, dass du diese ganze Familie, Herr, dieses Ehepaar wunderbar beschützt, Herr. Herr, vor allem Übel. Danke, Herr. Amen. Amen. Ja, und Gott erhört Gebet. Und auf WhatsApp kam folgendes Gebetsanliegen. Hallo, ich bin 53 Jahre alt und habe über 10 Jahre diagnostizierte MS. Bitte betet dafür, dass der Herr mich heilt. Ja, auch wenn was chronisch ist oder so langwierig, da hat man sich schon oft dran gewöhnt und sagt, das ist halt so. Und bekommt es auch bestätigt von den Ärzten, die ja eigentlich recht haben von medizinischer Seite her. Aber Gott kann trotzdem ein Wunder tun. Danke, Herr, dass du jetzt auch wunderbar diese Person kennst, Herr, die jetzt, Herr, an MS schon so lange leidet. Und ich danke dir dafür. Herr, danke, Herr. Erfüll ihr diesen Wunsch, geheilt zu werden. Ich danke dir dafür, Herr, durchströme du sie mit deinem heilenden Blut, diese Person. Ich danke dir dafür, lass du das Wunder geschehen. Danke, Herr. Amen. Amen. Und Menschen haben uns auch wieder geschrieben, was Gott an ihnen getan hat. Befreit vom Rauchen. Eine Frau schreibt uns, mein Mann und ich verfolgten im November letzten Jahres die Konferenz mit Colin Urquhart. Plötzlich sagte er, ich werfe jetzt alles weg. Er fing an, alle Zigarettenschachteln und Feuerzeuge wegzuwerfen. Ist das nicht unglaublich? Seitdem hat er keine Zigarette mehr geraucht und er hat auch kein Verlangen danach. Ist Gott nicht großartig? Wir sind voller Dankbarkeit für unseren himmlischen Vater, dass wir dieses Wunder erleben durften. Ja, das ist wirklich großartig. Gott kümmert sich um uns, das erfahren viele Menschen, wie auch diese Frau. Danke für eure Gebetsunterstützung. Ich habe eine neue Arbeitsstelle bekommen, die mir Freude macht und leichter ist. Auch die Arbeitszeit ist viel besser. Vielen Dank, Jesus. Ja, und Gott macht vieles viel besser. Eine Gebetserhörung für eine Mutter, die Blase funktioniert wieder. Vielen Dank an euch und vor allem an Jesus. Am Wochenende bekam meine Mutter einen Blasenkatheter. Die Blase arbeitete nicht mehr. Sie hatte Schmerzen. Noch in der Nacht zum Sonntag bat ich um eure Gebetsunterstützung. Heute waren wir beim Arzt. Der Katheter wurde probeweise entfernt. Die Blase arbeitet wieder. Wir sind so erleichtert und froh und vor allem dankbar, dass Jesus so gnädig ist. Vielen Dank. Und Gott hilft auch bei Corona. Wie wir hören, auf diesem Wege möchte ich Ihnen ein herzliches Vergelt's Gott sagen für Ihr Gebet. Unsere Familie und unser 95-jähriger Opa waren von Covid-19 betroffen. Ich bat am 18. Januar um Gebet. Unser Gott hat Ihr Gebet erhört. Wir haben alles gut überstanden. So auch unser Opa. Er fühlt sich noch etwas schwach. Herzlichen Dank auch für Ihren liebevollen, kraftvollen Brief, der uns große Zuversicht gebracht hat. Wie schön. Ist das nicht wieder wunderbar? So vielfältig, wie Gott Gebet erhört. Hast auch du etwas erlebt mit Gott? Lass es uns wissen. Die WhatsApp-Nummer ist eingeblendet. Ja, heute der Tipp des Tages. Bring jetzt alles, was du verkehrt gemacht hast, ans Kreuz.
Gott möchte dir vergeben. Er möchte dir vergeben für alles, was du verkehrt gemacht hast. Du darfst ihm wirklich alles ausschütten. Tu es. Er ging deswegen ans Kreuz und du hast direkten Zugang zum Vater. Wenn du Sorgen oder Nöte hast, dann schick uns gerne dein Anliegen. Wir beten für dich und wir beten auch für alle Anliegen, die wir hier nicht vorlesen können aus Zeitgründen. Am Freitag ist es soweit. Karfreitag, die Gebetsnacht, um 14 Uhr werden wir uns treffen. Schalte ein über YouTube oder Livestream. Du kannst während der Gebetsnacht gerne deine Gebetsanliegen uns melden oder natürlich auch Gebetserhörungen. Sei mit dabei, von 14 bis ca. 20 Uhr werden wir Gebetsnacht am Tag haben, weil es darf sich ja niemand vor Ort treffen. Deshalb machen wir es am Tag, damit du ganz bequem teilnehmen kannst. Und dann noch etwas, unser neues Magazin ist da. Greife zu, bestell es ist komplett kostenlos. Jetzt auch für Sie. Das Magazin Freude am Leben gibt es jeden Monat neu. Mit ermutigenden Artikeln für Ihren Alltag und aktuellen Infos aus dem Missionswerk. Und wenn Sie das Magazin zum ersten Mal bestellen, erhalten Sie das Buch Du bist wertvoll von Daniel Müller als Geschenk dazu. Gleich kostenlos bestellen. Wir freuen uns auf dich, entweder um 14 Uhr oder um 22 Uhr bei der Wiederholung am Karfreitag. Also, bis bald, der Herr segne dich. Tschüss. Herzliche Einladung zur Online-Gebetsnacht vom Missionswerk Karlsruhe. Nehmen Sie sich Zeit, dem grenzenlosen Schöpfer zu begegnen und von ihm Hilfe zu erbitten. Mit Lobpreis, intensiven Gebetszeiten, Impulsen und vielem mehr. Kommen Sie in den Livestream auf YouTube oder missionswerk.de. Wir freuen uns auf Sie. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.